Ich hatte ein technisches Interesse am Wirken von Chinichap, wie ihre Firma offenbar hieß. Wie schaffen die das, einen Hit nach dem nächsten zu produzieren? Wie entstehen ihre Ideen? Wie muss ich mir ihre Arbeitsweise konkret vorstellen? Außer mir interessierte das niemanden, also konnte ich niemanden danach fragen. Vor dem Fenster grasten Hornochsen. Im Gymnasium kauten meine Mitschüler ihren Stoff wieder und glotzten mich an. Dann las ich in einem kurzen Artikel in der Zeitschrift Pop, Chin und Chapman würden ins Studio kommen, auf der Akustikgitarre ein paar Melodien zupfen, einen Text dazu singen und die Band losspielen lassen. So ungefähr. Sogar ein Schwarz-Weiß-Foto war dabei, The Suite und die Komponisten. Aber es war winzig, ich konnte die Gesichter nur unscharf erkennen. Sie wirkten, als wären sie aus Versehen mit drauf. Immerhin, sie existierten. Heute weiß ich, Nicky Chin wurde 1945 in London geboren, ein gelernter Automechaniker. Mike Chapman stammt aus Australien und arbeitet immer noch als Produzent und Komponist, während sein Kumpel sich aus dem Musikgeschäft zurückgezogen hat. Brian Connolly, der Sänger, starb im Alter von 51 nach mehreren Herzinfarkten. Der Gitarrist Andy Scott tourt mit den alten Songs durch Oldie-Shows und tritt gelegentlich bei Festivals auf. Was aus Mick Tucker, dem Schlagzeuger, und Steve Priest, dem Bassisten, geworden ist, weiß ich nicht. Muss ich nicht wissen. Ja, stimmt. Sie sahen sehr merkwürdig aus, in ihren bunten Kostümen mit dem Glitzerzeug. Irgendwie peinlich. Schon damals, nicht erst im Nachhinein. Scheiß drauf. Auch darauf, dass Turn It Down, der letzte Song, den Chinichap für The Suite schrieben, vielleicht der dämlichste Rocksong des 20. Jahrhunderts ist. Dafür bleibt The Sixteens ein Schmachtfetzen mit Ewigkeitswert, zumindest was die 70er Jahre betrifft, in denen ich unsterblich war und The Suite mich abhärteten gegen den Spott der ganzen Welt und für alle Zeit.